weil sonst kriege ich die Schafe da nicht rein. Jetzt machen wir uns, glaube ich, hier einen kleinen Teich. Muss nichts Großes sein, sondern nur einfach dazu dienen, dass wir an unser Wasser rankommen. Das sieht jetzt... mach mal ruhig, mach mal ruhig. So. Sehr schön, da können wir uns jetzt hier frei bedienen an dem Wasser. So. Dann würde ich einfach mal sagen, wir haben ja... Eigentlich reicht ein Wasserloch, gell? Viel mehr brauchen wir gar nicht. Dann würde ich mir einfach der Schönheit halber hier draußen noch eine Workbench hinstellen. Die muss natürlich auch passen. Ich glaube, die kommt hierher. Und dann bauen wir uns einfach mal kurz eine Eisenhake. Und können uns jetzt bequem hier erstmal die ersten Felder machen. Ich will diesmal echt, also oberflächlich soll es diesmal wirklich nicht zu viel werden. So. Und dann soll dann doch lieber unten drunter alles weitergehen, so. Ja, das ist... Nee, das passt. Okay. So, so soll das dann aussehen. Das passt so. Das gefällt mir. Und dann können wir jetzt hier mal ganz kurz die ersten 8 Setzlinge anpflanzen. Setzlinge vor allen Dingen, super. Und alles großziehen. Ich finde sehr schön, dass sein Knochen mir jetzt so gemacht ist. Also sehr schön, dass er ganz... Ich finde sehr schön, dass wir beim Knochen mir so gemacht haben, dass man, das ist ja schon eine ganze Weile so, aber ich feiere es immer noch, dass man halt nichts mehr verbraucht, wenn man zu viel Knochen mehr reinpulvert, sondern dass es dann sagt, okay, ist ausgewachsen, wir nutzen, es wird keins mehr genutzt. Finde ich sehr geil gemacht. Und ich glaube, gibt's, bin mir nicht sicher, ob es immer 2 oder manchmal auch 3 braucht. 3 kann ich hinhauen. Schaf, du stehst im Weg. Wollte ich dir nur mal so ans Herz legen. Die letzten 3 Knochen hebe ich mir erstmal auf. Jetzt sind sie erstmal genug. Ja, ist mal genug erstmal. So, komm mit. Ja, wisst du, ich will das andere Schaf auch gleich. Ich will dich ja nicht aufs Zurückdrücken, wenn ich rennen will. Wo ist das andere? Ach hier. Kommt mit. Folgt mir, meine Schäfchen. Folgt mir. Folgt mir, meine Schäfchen. Hallo? Schäfchen. Ah, okay. Ich musste kurz neu laden. So. Hallo? Schäfchen? Kommt? Sind die besoffen oder so? So, jetzt folgen sie aber beide, oder? Was ist denn das? Dann kommt das mal nur das eine mit, ist mir auch egal. Na, komm her, los. So, das Schaf haben wir besoffen. Komm mit. Na, los. So. Ja, genau. Genau so habe ich mir das gedacht. So baue ich meine Türen übrigens prinzipiell an. Super, dann kann man nicht jetzt mal, weil sie jetzt so brav waren, so da einmal hier und einmal da. Und da machen sie dann ein kleines Schäfchen. Es sind ja 16 Tiere insgesamt erlaubt. Ich würde es einfach auf 4 Schafe, 4
Kühe und 4 Hühner beschränken, dann hätten wir alles, was wir brauchen. Da ist einer von der Sorte, ich denke, ich kann alles. Na, Herr Creeper, Herr Skelettmann, was verkaufen Sie heute? Nichts, na dann gehen Sie wieder. Super. Ist natürlich doof. Hühnchen. Beim Hühnchen müssen wir darauf warten, dass es Eier legt, sonst passiert hier gar nichts. Die 3 Knochenmehl kann ich mir jetzt erstmal nehmen, um hier noch ein bisschen... Das war vielleicht nicht so schlau hier hinten, aber... So, kann ich mir erstmal nehmen, um hier ein bisschen was zu kredenzen. Dann haben wir eine Menge Blumen aufgesammelt. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Blumensorten auf der neuen Wiese gibt. Aber egal. So, und da hauen wir uns einfach mal ein paar Dinger dahin. Jetzt verstehe ich natürlich nicht, warum dieser Baum gewachsen ist. Das sollte eigentlich gar nicht so sein. Stört mich aber auch nicht, kriege ein bisschen Freeholz. Das heißt was wie Free Willy, plus nicht im Wasser. Witze sind Vor allem sage ich immer, die Witze sind heute nicht die besten, die Witze waren nie gut. Also von daher, ja, ne? So. The Whispered World. Ich freue mich so auf Silence. Ich freue mich so auf Silence. Ich hoffe, es kommt bald raus. Jetzt habe ich... Das sieht das hier vorne... Wisst ihr, was ich mir dabei gedacht habe? Das sieht jetzt auch nicht so toll aus. Das sieht, oh, toll. Das... Was habe ich denn da gemacht? Deswegen haue ich das mal wieder so hier rein. So, super. Da passt das. Und hier hat Vendetta aus irgendwie unerfindlichen Gründen anderes Holz reingekloppt. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber irgendwie nicht besonders viel, scheint mir so. Gut. Ach so, weil hier jetzt natürlich das Holz ist. Ach so. Vielleicht war das gar nicht, vielleicht war ich das sogar. Wisst ihr was? Dann machen wir jetzt einfach mal den hier. Den kurzen, knappen. Stimmt, ich glaube, das wollte ich umändern. Aber erstmal, wenn Schulter auf Vendetta schieben, der natürlich überhaupt nichts kann und sich jetzt gar nicht wehren kann, weil er gar nicht im Let's Play drin ist gerade. Aber erstmal die Schulter auf andere schieben. Ja, ja, so ist es. So ist er. So bin ich. Jetzt habe ich Baum abgepflanzt. Das wollte ich nicht. Oh, es tut mir sehr leid. Ich wollte... Jetzt habe ich es nicht mehr geschafft, die Aufnahme abzubrechen. So. Genau, da hat man das nämlich so. Okay, haben wir jetzt Schafe. Was ist daraus entstanden? Ist ein weißes Schaf geworden? Haben wir denn vielleicht gerade irgendwie Blümchen oder so? So, komm her. Machen wir uns einen roten Farbstoff draus und färben das Schaf rot. Und grau ist jetzt auch nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe, deswegen machen wir uns aus dem Löwenzahn noch einen gelben Farbstoff und färben das Schaf gelb. Mal weiß, rot, gelb. Super. Und dann geht's weiter. Hühnchen, ich muss aufpassen. Irgendwann komme ich um die Ecke und boom, in die Fresse. Das wäre, glaube ich, nicht so praktisch. Jetzt müssen wir erstmal ganz kurz schauen, wie wir das jetzt hier machen. Ich habe jetzt 4 Glowstones. Vielleicht soll ich die Glowstones zur Beleuchtung dieses Raumes schon mal nutzen. Am liebsten wäre mir wohl dieses... Genau, das sieht nicht schlecht aus. Dann könnte man dasselbe hier unter dem mittleren machen. Und könnte dann... Mal schauen. Hier noch einen platzieren. Und müsste dann hier noch einen platzieren. So. Habe ich die ganzen Glowstone für mein Zimmer benutzt? Wenn der wieder kommt, ich habe gar keinen Glowstone. Wir haben natürlich noch Farm, ist ja kein Ding. Und hier haben wir Smaragde, Kohle. Das ging hier, genau, das ging hier nicht. Gold kann man da mal reinpacken, Eisen kann man da reinpacken.
Ich muss gestehen, ich werde mir Smaragd und Gold mal ganz kurz mitnehmen. Ich habe mir die ganzen Dinger mal mitnehmen. Habt ihr schon alle gewotet? Heute noch nicht. Lustigerweise habe ich vorhin den Vote bekommen von vor, boah, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal gewotet hatte. Auf jeden Fall war ich da ja nicht seitdem nicht mehr auf dem Server online. Habe ich jetzt gerade eben was die 90 Dollar dafür bekommen. Das war auch nicht schlecht. Wo wohnst du? Nee. Ich würde mir die einfach hier herstellen. Oh cool. Ich überlege gerade. Das ist halt die Duffs-Ketten. Boah, wie ist alle auswendig, kenne die Titel. Ich glaube, die mache ich ein bisschen versteckt. Ein kleines Gimmick. Ach so. Ah, kann man ja hier machen, super. Moment, dann packe ich mich. Ne? Dann packe ich sie mich hier hin. Dann packe ich mir. Da was hin. Dann muss ich natürlich logischerweise auch da hin und. Vor allem da und da noch was hin. Und dann müsste ich mir aus dem Birkenholz, was ich gerade abgeerntet habe, wenn man das Ernten nennen kann, eine Treppe bauen. Genau. Und die führt dann zu einem heimlichen Versteck, wo ich jetzt einfach mal dieses Zeug reinbauen will. Aus dem ganz einfachen Grund, dass der Vendetta, genauso packe ich da jetzt auch meine fast kaputten Äxte rein, dass der Vendetta da nicht zufällig auf die Idee kommen sollte, die zu zerkloppen, solange wir noch keine Glücksaxt haben. Der ist ja nicht so professionell da unterwegs wie wir. Du spielst kein bisschen professionell, du bist voll der Noob. Okay, gut. So hart soll das auch nicht sein. Jetzt habe ich noch nicht wirklich angefangen mit Bauen, außer dass ich hier ein Gehege gebastelt habe. Ist natürlich jetzt gerade ein bisschen seltsam anzuschauen, dieses Ding, was wir hier platziert haben. Wir haben jetzt da einen Eingang. Ich würde sagen, dass wir jetzt hier auch nochmal ein Vordach davor klatschen. Das könnte man eventuell jetzt, wo ich gerade das selbst habe, gleich mal so ziehen. Das wäre eine Option. Da müsste man hier mal ganz kurz den machen. So, auf der Höhe ist das. Dann würde man... Sag mal, wir machen das dann so. Das hier natürlich nicht, das ist jetzt zum Anmachen gewesen. Zum Anmachen, damit ich das Holz anmachen kann. Oh, die bezahlt schon wieder. So, da hätte man dann hier. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt den Baum nicht irgendwie gefährden. Der Baum sieht schon geil aus, ich würde ihn so lassen wollen. Deswegen müssen wir irgendwie so bauen, dass der Baum dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Okay. Da haben wir selbstverständlich noch zu wenig Holz. Haben wir dann eventuell irgendwo... Moment, was soll's? Essen, Stein, noch mehr Stein. Waffen, Nahrung, Holz. Da haben wir selbstverständlich nicht das, was wir brauchen. Das wäre auch jetzt irgendwie optimal gewesen, meine ich. Nicht suboptimal, sondern optimal wäre das gewesen. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken, was wir jetzt hier noch haben anstatt... Ich würde sagen, wir hauen mal jetzt Augen, Faden, Stein, das, alles da rein. Dann nehme ich mir mal die normalen Ledersachen mit und schnapp mir auch noch ein paar Äxte. Pack ich den Stuff mal hier reinkommen, das braucht jetzt eh keiner. So. Oh, wir haben Ei? Geil. Okay. Dann machen wir mal Warp-Spende. Huch. Auch die Spende haben sie wieder umgeändert. Okay. Dann packe ich erstmal unser Zeug hier rein, was wir hier haben. Auch den Spaß hier, weil eigentlich Goldstiefel lassen wir an. Eigentlich renne ich auf dem Server lieber mit meinem Skin rum. Anstatt in Rüstung. Da waren Zombie-Hände, die brauche ich nicht. Oh. Das tut mir leid, aber die nehme ich mit.
Obwohl, ich bin nicht so. So viel nehmen wir jetzt nicht mit. Warte mal. Eisenschwert. Ich nehme auf jeden Fall eine Spitzhacke mit. Die ist wichtig. Goldschwert nehme ich mit. Und bei den Bögen kann ich nicht nein sagen. So. Da kann ich leider echt nicht nein sagen. Das tut mir leid. Aber da muss ich... Also da... Die Examen jetzt, okay, 6 ist vielleicht doch ein bisschen viel, dann lasse ich nochmal doch 2 hier. So, haben wir jetzt 4 davon, dann haben wir... Gut, da ist auch eine hier. Schwerter brauchen wir auf jeden Fall immer, das ist nicht auszuschlagen. Das Goldschwert sieht einfach geil aus, deswegen nehme ich es mit. Jetzt haben wir 5 extra. Ja, ich nehme die ganze mit. Okay. Gut, ich will euch mal angucken, wie es aussieht. Gold. Da, sorry, also wenn schon eine Spende liegt, dann darf man es auch mitnehmen, ne? Wir haben ja jetzt wirklich nicht unbedingt viel auf dem Server. Okay. Hat es gerade geleckt. Noch ein paar Sticks, die nehme ich mit. Die kann man verkaufen. Da wird mir gleich ein Mod schreiben, ich muss jetzt nicht. Einfach in der Bank aufs Schild klicken und die Zahl in den Chat schreiben. Okay, dann gehen wir mal zu Warp Mine.